Hey ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich schulde euch ja noch den zweiten Teil meines Lesemonats Juli. Der Juli war so ein bisschen durchwachsen und ich stelle euch jetzt hier noch einmal drei Bücher vor, von denen mich zwei so ein bisschen enttäuscht haben, leider. Das erste Buch ist Hunting Souls. Es ist optisch wirklich ein Meisterwerk. Ich finde es so unfassbar schön. Das Buch ist auch auf meiner 24 for 24. Aber es hat mich nicht wirklich überzeugen können. Das hängt zum einen damit zusammen, also so grundsätzlich fand ich die Story an sich gut. Man hätte einfach nur viel mehr rausholen können. Denn wir haben hier unsere Protagonistin, das ist die Katrina. Sie ist eine Untote und kommt dann durch Zufälle an den Jäger Tate. Er jagt halt die ganzen untoten und fantastischen Wesen in der Welt. Es ist eine Urban-Fantasy-Geschichte und an sich so dieser Grundkonflikt ist mega spannend, weil halt, weshalb Tate da ist, es passieren halt so ein paar komische Sachen in der Stadt. Es verschwinden Menschen und die beiden haben sich halt zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, was mit denen passiert. Aber man erfährt es nicht. Man erfährt es leider überhaupt nicht. Was ich halt sehr schade fand, also überwiegend wird hier wirklich die Beziehung zwischen Katrina und Tate thematisiert. Fand ich auf der einen Seite schon spannend, weil es ja wirklich Enemies to Lovers sind. Sprich, sie ist ja die Untote. Er jagt normalerweise die Untoten und anderen Wesen. Aber es war mir einfach zu viel. Ich hätte es echt schöner gefunden, wenn hier so ein paar spannendere Plot-Twists und so ein paar actionreichere Handlungen stattgefunden hätten, statt jetzt wirklich, dass die Beziehung zwischen den beiden an allererster Stelle steht. Ja, es ist eine romantische Geschichte, ich weiß es auch, aber ich tue mich halt immer manchmal so ein bisschen schwer mit Romantasy, weil wir haben die Möglichkeit, so geile Welten zu erschaffen, über Untote hier jetzt in dem Fall was herauszufinden, über die Morde, über den Tod selbst. Also der Tod selbst kommt auch darin vor, fand ich super interessant. Aber dieses Potenzial wird halt nicht ausgenutzt, weil halt die Beziehung mehr thematisiert wird als dieser Konflikt. Das finde ich halt bei Romantasy manchmal so ein bisschen schade, dass dann da der Fokus wirklich komplett verloren geht auf den fantastischen, ja, auf den fantastischen Merkmalen. So war es hier auch, deshalb hatte ich halt nur so mäßig Spaß mit dem Buch. Man merkt, dass es Young Adult ist. Grundsätzlich habe ich da kein Problem damit, auch wenn ich theoretisch die Mutter quasi von den beiden hätte sein können. Aber mir hat einfach so ein bisschen was gefehlt. Und deshalb bekommt Hunting Souls auch nur 3 von 5 Sternen. Also ich möchte auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Weil ich glaube, so dieser Grundkonflikt, um den es hier geht, ist schon mega spannend. Und ich kann mir auch vorstellen, weil im zweiten Teil, oder dass es im zweiten Teil auch darum geht, warum die Menschen verschwinden, was der Tod alles damit so macht und so weiter. Und ich wünsche mir einfach, dass das im zweiten Teil mehr behandelt wird. Weil das hier war echt einfach nur eine Beziehungskrise, ein Beziehungsdrama. Und ja, ich würde es auf jeden Fall weiterlesen, also zweiter Teil werde ich auch noch lesen. Ich weiß nicht genau, wie viele das sein sollen, ob es eine Dilogie oder Trilogie ist. Und deshalb bin ich echt gespannt. Ein paar schöne Worte, die ich verlieren werde. Das ist zu Golden Bay von Bianca Iosivoni. Auch hier ist es wirklich ein wunderschönes Buch. Wobei ich jetzt nicht so der Fan davon bin von ja, rosa Covern mit Wolken und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, Golden Bay als Küstenort in Kanada. Leute, 10 von 10. Ich habe ja jetzt einige New Adult Romance Bücher gelesen, auch einige davon, die in Kanada gespielt haben. Ich möchte einfach nach Kanada. Ich stelle es mir einfach so schön vor und was hier alles so beschrieben wird und wie das alles beschrieben wird, es ist vom Setting her wirklich grandios. Wir begegnen hier Amber. Sie kommt nach vielen Jahren zurück nach Golden Bay, denn damals ist etwas passiert, was noch nicht so ganz klar wird, was es ist. Und ja, sie genau, kommt dann zurück nach Golden Bay, fängt dann da an, fängt wieder von vorne an, renoviert das Haus ihrer Eltern, um es dann verkaufen zu können, um sich halt Geld dazu zu verdienen, trifft dann auf ihre erste Liebe und auf ihre damalige Liebe Holden. Die beiden nähern sich dann so langsam, aber sicher wieder über die Geschichte an. Das fand ich super spannend. Das war auch alles sehr authentisch und glaubwürdig, wie die beiden reagiert haben. Allerdings ist ja etwas passiert damals von Holden, weswegen, also sie wollten damals flüchten, also beziehungsweise von Golden Bay abhauen, weil was passiert ist. Und Holden ist halt nie wieder erschienen. Und was mich halt so gestört hat, wobei das ja bewusst so gemacht wurde, ist ja jetzt kein Kritikpunkt in dem Sinne, dass man nicht erfährt, was mit Holden passiert ist oder weshalb Holden nicht zum vereinbarten Termin gekommen ist.
Das ist bewusst so gemacht, wie gerade schon erzählt, weil der zweite Teil, der hier dann kommt oder schon draußen ist, aus der Sicht aus Holden erzählt wird. Also hier haben wir wirklich komplett reine Erzählsicht von Amber. Das fand ich richtig cool, weil sonst, also eigentlich die letzten Bücher, die ich gelesen habe, waren immer so eine Double Point of View. Von daher fand ich es mir hier ganz angenehm, auch mal wieder nur eine Sicht zu lesen. Das untermauert einfach so Ambers Empfinden. So, ich als Leserin weiß ja auch nicht, was passiert ist damals mit Holden und ich will es unbedingt erfahren. Und ich werde es dann in Teil 2 erfahren, da freue ich mich schon mega drauf. Golden Bay bekommt deshalb auch von mir 4,5 von 5 Sternen. Ein weiteres Buch, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, ist Ruthless Bows. Das ist der zweite Teil von Divine Rivals. Das fand ich ja wirklich super genial. Es war ein Jahreshighlight. Auch hier natürlich optisch. Es ist wunderschön, können wir nichts drüber sagen. Aber ich finde, dieser Teil hat deutlich nachgelassen. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich glaube, das war so diese allgemeine Spannung, die irgendwie mich da nicht mehr ganz so catchen konnte. Also ich fand, also Iris kommt hier in dem Buch echt ziemlich schwach rüber. Es hat mich auch irgendwie so ein bisschen ja nicht kalt gelassen, aber ich fand es irgendwie nicht mehr ganz so packend, was sie getan hat. Deshalb, Roman kommt hier relativ häufig vor. Also wir bekommen sehr viele Sichtweisen aus seiner Sicht. Und er agiert quasi so als, ich nenne es jetzt mal Doppelagent. Das fand ich super spannend, weil er sich halt nicht verraten möchte und Decker weist ihn halt auf einen bestimmten Weg und er macht das halt alles mit, versucht aber dann Iris dann doch noch zu schützen. Das fand ich schon ganz interessant, aber es war jetzt nichts hier drin, was irgendwie so einen krassen Plot-Twist in mir ausgelöst hat. Also wisst ihr, so die Spannung, das war in Ordnung, so alles dümpelt so vor sich her. Es gab Passagen, die waren sehr langatmig, es gab Passagen, die fand ich ganz in Ordnung. Das große Finale fand ich durchschnittlich, also das war halt jetzt nicht so, wo ich sagen kann, oh krass, ich bin super krass überrascht und oh mein Gott, was passiert da gerade? Das hatte ich hier alles überhaupt nicht. Also ich fand es so vom Sprachstil war es vollkommen in Ordnung. Mir haben, glaube ich, auch einfach so diese ganzen Briefe, diese magischen Briefe aus dem ersten Teil so ein bisschen gefehlt, was ich halt schade fand. Ich glaube, das macht auch so diese ganze Magie oder den, ich jetzt mal, Hype aus, weshalb das Buch auch so geliebt wird, weil es halt mal was anderes ist. Wie gesagt, hier, es war sehr durchschnittlich. Ich gebe Ruthless Bows deshalb auch leider nur 3 von 5 Sternen. Ja, ihr Lieben, das war jetzt in einmal wirklich im Schnelldurchgang der zweite Teil meines Lesemonats Juli. Vielleicht habt ihr ja auch eines dieser Bücher gelesen. Falls ja, würde mich eure Meinung dazu interessieren. Ansonsten sehen wir uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!